Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Trust and Betrayal hier in Minecraft mit der Anne. Hallo. Der Chigo. Hallo. Und dem Dalukat. Hallo, Krabs One. Und mein Drache. Der sich immer noch nicht tamen lässt. Hat er schon einen Namen? Nein, ich habe ja noch keinen Namensplate. Ach ja. Da war ja was. Hallo? So, hab ich inzwischen mal genug Eisen hier? Oh Gott. Der Fuck, ja. Die fressen doch Fisch, oder? Ja. Okay. Raw Fish, aber jetzt steht hier nicht mal mehr, dass er mir nicht gehorcht. Was stand das da immer? Ah, jetzt. Jetzt steht, dass er mir nicht gehorcht. Boah. Nächste Folge muss ich auf jeden Fall wieder Team Blau aufnehmen. Warum? Damit ich weiterbauen kann. Ich muss nur meinen Drachen erst noch früher platzieren. Jetzt werde ich einfach mal noch was suchen, ein Tempel vielleicht. Könnte mir denn, wäre eventuell einer von euch so nett und würde mir so ein Namensplate herstellen? Weil ich kann hier ja gar nicht weg. Guck mal, ob ich einen Slime habe. Ich glaube ja. Blauer Slime. Ja, mein grüner Slime. Der hat meinen grünen Slime geklaut. Bin drüben gelassen. Mann's. Och, komm schon, Drachi. Du bist jetzt fast doppelt so groß wie ich. Kannst es mal langsam ausgewachsen sein. Wozu bin ich wirklich zu klein? Da war ich von Anfang bis Ende hier durch. Strings. Hab ich Strings? Ich hab keine Strings. Schlecht. Hast du Strings? Ich? Mhm. Weiß ich nicht. Musst du mal in meiner grünen Butze gucken. Die findest du nicht. Nicht mal auf Wegbeschreibung. Richtig. Doch klar, da ist so ein Drachenhort vor. Sehr weit unten am Berg. Auf der Seite, wo unsere Häuser auch sind. Nur halt dann nach außen hingehend. Okay. Moment, ich muss noch mal einen Ofen befüllen. Fast am Ende der Safe Zone. Ja, stimmt. Wenn ich mit ein bisschen Schmackes aus der Tür fliege, bin ich außerhalb der Safe Zone. Mal, wo ist denn jetzt mein Ding ins Hinter? Nee, Drache, komm schon! Ja, ich guck mal, was man noch so craften kann. Was hast du für einen Hut auf? Oh, nein, ist grad hell. Den Hut habe ich schon, du hast keinen. Und hier, der hat Homer Simpsons Unterkörper als Hut. Ouch. Dieser Mammutbaum-Chunk, der ist übelst krass am Leggen irgendwie. Diese richtig fetten Mammutbäume. Oh, was ist denn da? Dem 5x5 Durchmesser. Was ist das denn? Ich habe ein rotes Haus mitten in der Luft gefunden. Cool. Okay. Ah, ich glaube hier. Kann nur einem Mädchen gehören. Ah, ein halbes Drachennest. Ah, so, so. Gut. Das ist runter aus in der Luft. Ist da so eine Treppe runter? Nee, jetzt mal in die Kisten gucken, ob da vielleicht was ist. Ja, Ach, Manno. Dark Hunter. So ein Dirt-Block mitten in der Luft. Dirt-Insel reingebaut, für quadratisch und dann so ein Haus drauf. Keine Strings. Mir fehlen noch zwei Strings. Ach, der habe ich noch mal nicht. Guck mal, ob ich noch eine Spinne finde bei uns irgendwo in der Safe Zone, weil da ist ja überall dunkel. Ja, genau, das ist super vorteilhafter. So eine Safe Zone, wo nur Monster sind, ist schon geil. Ja, wer sich darüber stört, der kann die Fackeln gern hinstellen. Boah, so viele Fackeln kannst du ja gar nicht hinstellen. Echt? Weil ich finde, es bebaut sich sehr schnell, das Dorf. Das stimmt. Ja, das ist ja kein richtiges Dorf, das ist ja irgendwie. Natürlich hat ein Dorf immer eine Anbindung irgendwie. An was? Auf irgendeine Art und Weise. Sind alles Fledermäuse. Ja, die das brauchen ist, keine ist einfach nur gestapelt einzelne Häuser. Oder Höhlen. Mal eben so frech und. Oh ja. Ich habe mir gerade bei irgendwem zwei Swings geklaut. Es tut mir leid, aber steht doch kein Name. Bei irgendwem, den du kennst. Es ist ein grünes Haus, denn? Wo du stehst. Achso, okay. Ja, grün natürlich. Woanders darf ich da gar nicht rein. Könnte sein, dass es meins ist.
Nee, da war ich doch gerade drin gewesen. Was soll die Drachen? Ja, sagst du einfach, es war meins. Du wusstest okay, es nicht besser. Ja, ja, aber er hört jetzt in der Aufnahme. Nein, nein. Psst. Hätte sie sofort reagiert. Wow. Jetzt guckt mal alle kurz her. Blitzdings. So. Wo konnte jetzt hier die Problem Spiele gelöst. Von? Gott. Anne wollte eine Filmanspielung machen. Mach einfach mit. Los, lach, damit sie sich nicht so schlecht fühlt jetzt. Los. Was ist das denn hier? Nametag. Ah, das war ja witzig. Geil. Aber wie kann ich den denn nennen? Hast du jetzt eine Idee? Boah, das war ein Amboss. Den habe ich nämlich nicht im Apetto. Nenn ihn nicht Fuhu. Gut, will ich auch für dich hoffen. Nenn ihn Tier. Hund. Ja, das Tier. Hund, einfach nur. Boah. Oder Katze. Du Hund. Ach, da ist es. Moment, ich muss fliegendes mal Schwein. Flugschwein dann, quasi. So. Ach, keine Ahnung. Aber ich kann ihn auch nicht tamen. Das Vieh ist so dermaßen groß, aber ich kann ihn nicht tamen. Das muss doch mal so langsam soweit sein. Ja. Glaub mal, die Pubertät ist noch schneller vorbei, als ihr lieb ist. Wie ist das mit mir? Da bin ich schon lange raus. So, wo bist denn du? Ganz ach, weit warte, weg. Ich leg's dir einfach bei dir ins Haus. Ja, das ist gut. Ich weiß ja, wo du wohnst. Ich weiß, wo dein Bett schläft. So, bringen wir das auch mal hier endlich über die Bühne. Bitte, folgen mein Kommando, lieber Drache. Ich hab dich aufgezogen, hab dich in mein Haus schlafen lassen. Es gibt Eisbäume? Ja. Da gibt es Eisblazes. Geht's, Grabs? Aber ja, ein Eisbaum ist kein Baum, oder? Also das nein, fehlt nicht. Das ist nur Baum, Eis gestapelt wie ein Baum. Aufstehen, draufsetzen, Krabs rein Drachen. Und nie. Der Drache hat dreimal so viel Leben wie ich. Ja. Yeah. Cool. Nein. Oh, in welche Richtung müssen wir denn zurück? Die andere. Dreh um. Drache, der Server lag. Der Server lag. Oh, oh. Okay. Ah ja, genau, das ist so lecker und lax. Wie gehst du denn nach unten mit dem Drachen? Ducken vielleicht? Also schleichen? Wow. Nein. Wie beim Fliegen mit Shift? Nein, mit Shift steige ich von diesem Drachen ab. Dann oh. Das ist natürlich Steuerung oder X. X kann auch sein, X oder Z. Steuerung ist es. Gut. Wir wollen in diese Richtung, Drache. In diese. Das los. Andere links, das andere links. Folge meinem Kommando. Oh, der ist wirklich schnell. Muss die Welt erstmal weiter aufbauen. Bohmiel und ach. Aufgeschissen, wir fliegen einfach. Los, Drache. Ja, sehr schön. Falsch. Hint of Rebirth. Ach, das ist dumm, ey. Ich bin so dumm, ey. Wenn man sich oben rechts mal. Okay, das ist noch alles gar nicht aufgebaut unter mir, wenn man sich oben rechts mal die Karte anguckt, wie schnell das gerade hier so vorbeizieht. Mutandis, yay. So. Mach ich das jetzt hier? Ja. Jetzt kann ich okay, jetzt so richtig aufgehen. Jo! Langsamer werden! Wir fliegen uns noch hier! Davor! Von Ding, wo seid ihr denn? Ich würde euch das zeigen. Komm, wir müssen zum Spawn, ist bei mir vor der Tür. Hey. Okay, ich versuche mal zum Spawn zu kommen. Also zu der Druckplattenplattform. Ja. Passen wir hier durch, Drache. Wir passen durch. Da ist die Druckplatten-Dingens-Gedöns. Da. Wo ist sie denn? Wir sind da. Oh! Oh, das ist ja wirklich hübsch. Das ist cool, ne? Wo bist du denn? Sieht hier auf der Kiste, das kleine dicke Ding. So, da. Schick, schick. Ich will den Drachen auch sehen. Wo bist denn du? Okay. Und der jetzt? Aua. Kann ich den? Komm mal hier hin. Drache. Komm her. Kann ihn nämlich hinsetzen. Ja, da ist er. Das sieht süß aus. Kann oh, der ist ja riesig. Ja. Schieb. Wie cool ist das denn? Da fliegt er. Wie geil. Aber ich will den mal irgendwo landen, hallo, dass man das sieht, wie man wieder liegt. Wo kann ich denn landen? Das ist also. Wir hier landen? Auf Horchis Haus ist Platz. Genau. Hier landen wir wieder auf dem Zaun, ne? Mhm. Kannst du in die Mitte gehen? Warte.
Oh, jetzt bin ich gerade über und rüber gelaufen. Jetzt bist du blau? Blau. Müsste ich wieder grün sein. Hüpf mal? Nee, bist mal noch blau. Genau. Hinsetzen. Voll geil. Oh, geil. Hübsch, hübsch. Sehr schön. Cool. Warte. Du bist übrigens noch blau, Krabs. Oh nein. Jetzt nicht mehr. Doch, immer noch. Nein, dauert. Kommt jetzt gleich. Schick, schick. Wenn er wirklich schick, über aber. Grün gelaufen ist. Ist er, aber er ist immer noch blau. Hattest du was? Den Namensplate? Ach, den Namensplate, ja, warte. Ach, den habe ich dir dein Haus gelegt in die Kiste. Ach so, stimmt, Kiste. Okay, alles klar. Muss ja nur noch ein. Der guckt mich böse an. Ja. Macht er mir was? Bist du denn? Achso, da bist du. Nein, der tut nichts. Außer du schlägst ihn. Schlag ihn nicht. Schlag keine Drachen. Weil wie er dich anguckt, so auf dich runterguckt. Aha. Wo ist der Alu? Ja, unterwegs noch. War noch. Eine Minute. 60 Health Points. Aha. Hallo, du bist ja cool. Steh wieder auf. So, zack. Nein. Da flog er davon. Ja. Komm schon, wie geil ist das denn? Total cool. Ja, und er ist halt enorm schnell, ne? Ja. An Team Rot. Hä? Du bist über Team Rot gerannt. Bin ich? Oh. Da hat der Drache mich abgelenkt. Fatal. Hier will ich dich landen und parken. Hier sollst du parken. Drachenparkstation. Aua. Aua. Wir wurden angegriffen, Drache. Töte ihn. Oh yeah. Oh yeah. So. So langsam komme ich auch mal in die Pötte hier. Ich werde demnächst einfach jetzt erstmal dieses schöne Holz anpflanzen und die schönen Steine machen. Ich wollte jetzt erstmal nicht mehr raus. Ich kann jetzt erstmal das Haus bauen. Mach ein Nickerchen! Shit. Bist du klein gebaut, Drache? So, bist gerade bei dir bei grün? Ja. So. Nein, nicht in meinen Rig. Hinsetzen. Ich will weiter. Wie lange gehorcht ihr dir jetzt? Ja, ja. Ja, immer. Ja, brauchst du immer wieder Fisch oder immer wieder Knochen oder so? Ja, ich brauche Fisch, um den halt zu heilen und den zu füttern. Oh, ich will ihn ein bisschen weiter drauf schieben. Gut. Geil, oder? Hast du den jetzt einfach geschoben? Ja. Auf. Der sitzt jetzt. Ich kann ihn aber auch aufstehen lassen. Wupp. Wupp. Cooles Tier. Jetzt brauchen wir noch einen Namen. Noch einen Namen geben. Sebastian, gib mir einen Namen. Er heißt Sebastian. Er heißt Sebastian. Oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. It's end time. It's end time? Mhm. Die Bäume sind wütend auf mich. Ich habe ihn genau gesehen, dass er gespawnt ist. Wo ist er hin? Genau gehört. Ist er da? Kommt er. Da ist er. Was denn? Ein riesengroßer Baum, der mich angreift. Ein Baum, der dich angreift? Ja. End, ja. Way! Huch! Miro! Anne, wo baust du eigentlich gerade? Bei meinem grünen Haus. Wollte ich mir gerade so ein bisschen. Wo ist das? Na? Ja, weg. Anne? Warte. Ich versuche jetzt hier gerade dir einen möglichst guten. Unterhorchis Haus. Elder Sapling, ja! Und zwar. Halb im Berg drin? Ja. Nein, das ist McManus. Also ich bin jetzt gerade bei Heuchis Haus mit der Flittermaus, wenn ja, du... Ja, ich auch. Wo denn? Oben drüber oder unten drunter? Runter. Ja, stimmt. Ich habe hier gar keine Ressourcen. Ich sehe eine Flittermaus, ja. Ja, hier? Ja, deine Kiste läuft noch hinterher. Ja. Ja, das ist der allgemeine Raum. Und du darfst doch in meinen Raum gehen. Wow.
Ich baue hier unten gerade so ein Lager-Dings dran. Das war ein Creeper. Aha, was ist hier? Da kommen die Kisten rein. Ups. Shit, ich hab nicht genug. Aber weiß jemand, ob irgendwo ein Amboss steht? Nee. Keine Ahnung. Nee, ich hab nicht genug Material für einen Amboss. Das sind alles meine Kisten, ne? Ja. Warum soll ich. Warum kommt da was anderes? Ich sag's nur, weil wenn. Im grünen Haus darf man ja Sachen auch aus der Kiste rausnehmen, oder nicht? Nein. Ja, außer in deinem. Was in deinem. Privatraum. Haus, aber hier ist ja Safe Zone. Also hier darfst du nichts klauen. Ja. Außer du bietest es wem an. Mit einem Feld. Nefias Haus. Das unbekannte Haus, ich muss immer noch wissen, von wem das hier ist. Dieses kleine am Rand, das ist auch von mir, dieses kleine kreisförmige. Ganz aber du brauchst kein rotes Haus. Nee. Auch kein Amboss hier. So, ich kann den Amboss bauen. Ah, oh, cool. Glaube ich. Hab ich da noch mehr Eisen? Ich habe meine ganzen Sachen halt im Blau. Mhm. Da das Haus ist Party vor dem blauen Haus. Möchtest du dir reinkommen? Ja. Du hast eigentlich eine Kiste vor der Tür stehen. Weil ich da letztens doch Alu was reingetan hatte, was zu essen reingetan hatte und er hatte Angst vor mir, dass ich ihn haue. So, und Kadusch. So, aber. Oh Gott, so viel zu tun noch. Mhm. Wie nenne ich den jetzt? Wachse, mein Moos, wachse. Nenn ich ihn. Nenn ihn Horst. Horst? Nee, Horst der Himmelsdrache. Horst der Himmelsdrache? Ein sehr epischer Name. Ja. Auf jeden Fall, ey. So, das schaut doch schon mal ganz gut an. Keine Ahnung. Kistchen. Ich nenne ihn Tabaluga. Tabaluga! Jawohl! Nee. Ich fand Horst der Himmelsdrache ziemlich gut. Echt? Horst der Drache. Das geht sogar. Nee. Doch, Drache. Ja, richtig. Das geht. Mich jetzt bitte nicht schlagen, auf eigene Gefahr. Hort steht da. Hort der Himmelsdrachen. Ein Heiligenschein-Creeper. Nitro-Creeper. Mhm. Nitro-Creeper hungert nicht. Ich kann einfach so auf K rumstehen. Okay, das ist cool. Er ernährt sich nämlich vom Hass der Menschen. No. So. Hast du hier schneemannfreundliches Gebiet? Nein, ne? Glaube nicht. Nur damit es ja keine Verwechslungen gibt und jeder weiß, dass es meiner ist. Wo ist eigentlich dein Hexenzeugs? Das ist gut weggesperrt. Habe ich schon mein End gezeigt? Hoffentlich sterbe ich jetzt nicht, wenn ich mich fort nehme. Oh. Doch, du stirbst, der ist zu groß. Nein, oder? Der ist nicht so groß. Ich hab zwar jetzt mal eine Baumkrone in der Decke, aber hey, was soll's. Ach, hier darf man nicht rein, ne? Ja. Hier, da sind Kisten drin. Wie hast du denn die laufende Kiste dazu bewegt, an Ort und Stelle zu bleiben? Ich hab mich einfach nicht weit genug weg, wenn du bewegst. Achso. Darf ich ja noch hin? Hat ich vielleicht irgendwo Camouflage-Türen oder so? Nee. Camouflage-Türen? Das ist auch eine geile Idee. Guck mal, hier, warum wächst hier oben was, Krabs? Hier, guck mal, warum wächst hier oben spanisches Moos? Wo? Hier im Haus von ihr. Da, das muss doch irgendeinen Sinn haben. Natürlich, damit es sich vermehrt. Oh, mir wird schon mal wachsen. Wieder gar nicht angezeigt, was das ist. Schon wieder. Wo ist meine Schere eigentlich hin? Da. Dubstep. Alles so Natursachen. Komm. Geh mal weg da, ich will da weg. Ich will da raus. Bamboo. Gute Musik. Tschüss. Reifelt sich aus. Tschüssi. Beehren Sie uns wieder.
Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt. Noch drunter. Ja, anders wäre auch schlimm, aber wie weit? 20 Minuten. Was ist das hier für ein Wasser, wer dem? Ab jetzt muss ich mir aber wirklich irgendwie Tutorials oder sowas angucken, weil ich irgendwas Sinniges jetzt machen muss. das kannst du mir vielleicht noch erklären. Wie mache ich jetzt andere Steine? Ich brauche so einen komischen Schüssel, ne? Wie komme ich da dran und alles? Für einen Schüssel brauchst du 4 Eisen und einen Stick. So, und du sagst, es gibt mehrere, ja? Ja. Echt? So, was ist der Unterschied? Einfach die Mods. Also der Schüssel zum Beispiel vom Carpenters Block. Mit dem, wenn du auf dem Carpenters Block mit was drin rechts klickst, macht der Schüssel quasi das Muster von dem Block anders. Mit dem Tinker's Construct Schüssel kannst du andere Blöcke schüsseln und anders schüsseln, so wie Tinker's Construct halt schüsselt. Und mit dem Schüssel kannst du halt im Schüssel-Mod schüsseln. Welche sollte ich haben? Braucht man alle oder reicht einer? Schüssel reicht vollkommen aus. So, wie, den brauche ich mit 4 Eisen, ja? Ja, genau. Hast du einen normalen Ofen? Ja, hier. 6 Stück. Dann mache ich mir mal kurz. Eisenerz. Oh, verdammt. Hast du einen Stick? Moment. Scheiße, sogar der Chisel ist oben in einem Haus. Ich muss einmal kurz umbauen hier. Glaube ich. Oh, alles kaputt. Ein Stick? Ja, Moment. Wo bist du? Da bist du. Dankeschön. Bitte. Au! Da parkt der Drache von Krabs. Ich sehe das schon. Das ist also der Dank dafür. So. Auf Stroh gebettet. Scheiße. Ist ja süß. Ja. Ist nur nicht ganz fertig. Okay, das hätten wir jetzt geschafft. Wie so ordne ich die an? Leg mal alles auf den Crafting-Table. Ich ordne sie an. Ein Creeper hat gerade alles zerstört in meinem Haus. Was? In deinem Haus? Ja, in meinem Haus. Der ist irgendwo gespawnt, keine Ahnung. Der hat jetzt meistens... Ja, ich habe jetzt noch eine kleine Kiste und die Workbench. Wo ist mein Screwdriver? Wo ist meine Kiste? Das ist ärgerlich. So, Fräulein, und wie schüssel ich jetzt? Nimm den Schüssel mal in die Hand und drück den Rechtsklick. Okay, tada! Da kann ich jetzt einen Block reinziehen und der ändert sich dann. Kannst auch einen ganzen Stack reinziehen. Dann kannst du bei manchen Blöcken kriege ich zum Beispiel nicht. Aus Holz kann ich nichts anderes machen. Hä? Doch, natürlich. Also aus dem hier, warte, hast du gerade selber einen? Ja. Hier, da kommt nichts anderes raus, ja? Nicht alle Mods sind kompatibel. Okay, das ist nicht gut, aber das hier ist mein Schüssel. Nö, anscheinend. Nö, nicht aus jedem kann was rauskommen. Okay. Vielen Dank. Jetzt noch eine Frage, bevor wir uns ja wieder getrennte Wege gehen. Mhm. Ich habe noch so eine Creeper-Schablone. Die kann man ja auf Blöcken machen. Dann komm mal mit. Auf Leinwände kann man die machen. Ja, komm mal mit. Lieg ich? Siehst du mich noch oben? Warte, ja. Warte, wir müssen so ein komisches Haus finden. Mist. Auf jeden Fall hat er da auf der Leinwand hat er so einen Creeper-Kopf. Wie funktioniert das? Wie verschnörkel ich den? Damit habe ich mich da gar nicht beschäftigt, ehrlich gesagt. Das ist so. Nee, ich finde das Haus auch gerade nicht wieder. Um Verschnickschnack mit dem. Ah, hier unten. Hier unten ist es. Ach. Sogar grün. Ja. Ah. Hier. So, hier sind wir rein. Da. Ah, ja. Ja, du brauchst ein Canvas. Und dann packst du da die Schablone drauf. Und dann musst du es, glaube ich, da drüber malen. Mit einer Farbe. Warte mal, das ist Open Blocks. Ja genau, du nimmst dir den Stencil, ich glaube, dann packst du den irgendwie da auf die Leinwand drauf mit Rechtsklick oder so, was weiß ich, und dann mit einem Paintbrush drüber pinseln, glaube ich. Okay, gut, dann schisseln wir lieber erstmal Steine. Okay. Dankeschön. Tada. Darf's wieder gehen. Das ist sehr freundlich, dass ich wieder gehen darf. Du. Gut. Ich bin durch für heute quasi. Jo. Mist, in giftiges Wasser gefallen. Das war nicht so gut. Oder bist du komplett fertig, Dalu? Für heute? Also, nee, aber erst heute Abend. Ja. Ich muss mir jetzt unbedingt ein bisschen was anschauen, wie irgendwas funktioniert. Was ist das? Das sieht ja krass aus. Jedenfalls ist der Schlüssel schon mal ganz cool. Da kann ich auf jeden Fall sicher schon mal was Feines draus machen. Dann würde ich aber sagen, wir beenden den Part, oder was? Seid ihr alle soweit? Absolut.
Jo. Krabs auch? Ja. Eigentlich nicht, aber ja. Okay, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, aber dann wahrscheinlich in getrennten Gruppen wieder. Mal schauen, wann wir wieder zusammenkommen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.